erinnern, wie es war vor 15 Jahren. Ich hatte die Freude, den Bundespräsidenten Herrn von Weizsäcker hier durchzuführen. Und der war schon eigentlich ziemlich sauer, als er hier ankam. Es war fürchterlich kalt und er hatte einen Mantel, der war auch irgendwie falsch gegriffen. Ich weiß es nicht, jedenfalls bei allem Charme, den er und seine Frau hatte. Es war beiden anzusehen, dass sie eigentlich überhaupt keine Lust hatten, hier zwei Stunden mit mir hier durch die Gegend zu ziehen. Aber sie haben es mit Bravour gemacht. Wir sind wahrscheinlich mit 5 Minuten Sonnenschein, ungefähr 30 bis 40 Minuten Schnee, der Rest muss irgendwie Regen oder sowas gewinnen. Es war grauenhaft. Das war mir immer wieder peinlich, auch weil die Presse natürlich immer davor vorher lief. Und es war also schon sehr, sehr beschwerlich. Ich kannte das hier und meinte, ich könnte den richtigen Weg dann nur zeigen, aber wir sind dann doch etliche andere Wege haben wir gehen müssen. Und dann kam das ganze Konzept durcheinander. Ich war eigentlich sicher, nicht zum Sonnenplatz zu gehen, weil ich das mit der Sonnenuhr nicht begriffen hatte. Weil da musste mir doch da vorbeigehen. Und ich weiß heute noch, wie froh ich war, als dann plötzlich die Sonne, die noch kurz vorher schien, da war sie nicht mehr da und da musste ich diese Sonnenuhr auch nicht erklären. Also, wir haben das aber dann eigentlich ganz schön zu Ende gebracht. Der Tag insgesamt war ein doch guter Erfolg. Und ich darf es immer daran erinnern, damals ging schon Ewald Diepke mit. Der ist damals Bürgermeister gewesen, ist heute noch Bürgermeister. Und ich habe mir gerade nochmal in den Katalog die Bilder angeguckt, wie jung wir damals alle waren. Also auch diese 15 Jahre machen sich natürlich irgendwo dann bemerkbar. Ich habe eine Sache noch mitgebracht, die mich sehr freut. Ich wollte Ihnen das kurz verlesen. Es gibt den ein oder anderen unter Ihnen, die wissen, warum ich mich auch gefreut habe. Der Brief ist von Wolfgang Bonona. Herr Bonona ist lange Aufsichtsratsvorsitzender des Kurzer Gartens gewesen und hat da in diesem Rahmen sehr viel für diesen Garten getan und er schreibt, vielen Dank für die Einladung zum Jubiläumstag. Ich kann mich noch genau an die Öffnung der Buga 85 in unserem Heimatbezirk erinnern. Dieser große Erfolg stellte zweifelsweise Highlight meines ersten Amtsjahres als Baustadtrat in Neukölln dar. Sie waren damals für Finanzen zuständig. Er war für Bauer zuständig. Sie können nun nach 15 erfolgreiche, sicherlich nicht immer einfache Jahre zurückblicken, in denen der Britzer Garten ein nicht wegzudenkender Ort der Erholung geworden ist, der heute von allen Berlinern als Lohn- und Ausflugsziel angenommen und besucht wird. Darüber hinaus hat er sich durch zahlreiche von Ihnen dort initiierten Veranstaltungen als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt etabliert. Ich bedauere außerordentlich, dass ich an dem Jubiläum nicht gemeinsam mit Ihnen gehen kann. Auch in Erinnerung meines langjährigen Vorsitzenden im Aufsichtsrat, da ich mich zu dieser Zeit im Osterurlaub befinde, bleibt mir nur Ihnen für den Tag gutes Gelingen, viel Sonne und im wahrsten Sinne des Wortes weiterhin eine blühende Zukunft für den Britzer Garten zu wünschen. Das wünscht nun der Wirtschaftssenator und der uns ja auch in anderen Bereichen sehr stark unterstützt. Es hat uns außerordentlich gefreut, dass er uns geschrieben hat. Ich habe da nochmal in alten Unterlagen gewühlt. Ich lasse es mal hier vorne liegen. Es sind Bilder vom Tag der Eröffnung oder kurz danach, damit Sie mal einen Eindruck haben, wie sich das hier alles verändert hat. Also wir sind hier heute noch etwas zusammen und können das noch einmal anschauen. Vielen Dank. Da darf ich durchgehen und dann beim Baumpflanzen. Es ist ja ganz schön, wenn die beiden Bürgermeister und eine andere Lust hat, von Ihnen noch mitarbeitet. Und dann haben wir gedacht, Herr Gottfriedsen, meine Damen und Herren, und bei der Zahl der vielen Ehrengäste muss ich natürlich das Rixdorfer Protokoll wieder hervorholen und Sie begrüßen mit verehrter Exzellenzen und Eminenzen. Es ist natürlich eine große Freude, heute hier sein zu können und zumal bei diesem schönen Wetter, was vor 15 Jahren ja nicht der Fall gewesen ist. Und Herr Wellnitz, der damals die Kindl-Brauerei vertreten hat, hat gerade berichtet, dass er auf seinem Bier vor 15 Jahren eigentlich sitzen geblieben ist, weil keiner Bier trinken wollte, sondern lieber warm Kaffee oder Glühwein. So war die Situation heute, damals. Heute ist Sonnenschein und ich glaube, das hat auch in den letzten Tagen sich gut bemerkbar gemacht für die Kasse des Britzer Gartens, denn wir sind ja auf jedem Markt angewiesen und Ostern, glaube ich, Herr Gottfriedsen, war das Wetter so schön, dass wir hoffnungsvoll auch auf die nächsten Monate noch gucken können. Dieser Britzer Garten
ist ein Diamant des Bezirkes Neukölln und ich glaube auch Kollege Habel für den Bezirk Tempelhof. Und die Entscheidung damals, diese Bundesgartenschau nach Neukölln-Tempelhof zu bringen, war richtig, denn wir sind ja nicht mit Grün verwöhnt. Wir haben nicht den Tegeler Forst und wir haben nicht den Grunewald. Hier waren damals die Felder, es war alles flach. Man konnte also schon Montag sehen, wer Sonntag zu Besuch kommt. So flach war das alles hier. Bäume gab es hier in der Gegend überhaupt nicht. Der einzige Bugerbaum, der war, der steht ja vorne am Kaffee am See. Ansonsten war hier nur das Korn, das Getreide, das hier am alten Massiner Weg angebaut wurde. Und was noch dazu kam, was schon im Schubfach damals lag, eine Bebauungsplan. Denn hier sollten keine Grünanlagen entstehen, Herr Kubitz weiß das auch noch am besten, sondern hier sollten entstehen Hunderte, Tausende von Wohnungen und die dazugehörigen Infrastruktureinrichtungen. Und das hätte bedeutet, Grün hätte weiterhin hier draußen im Süden gefehlt. Und deshalb war die Entscheidung, anstelle von Wohnungsbau und Infrastruktur diese Bundesgartenschau zu planen, richtig gewesen. Und wir sehen ja, was heute daraus geworden ist, das ist ein Prachtkind. Auch die Tradition der Baumpflanzung ist ja mit diesem Garten eng verbunden. Ich kann mich entsinnen, die erste Baumpflanzung ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Es sollte etwas Besonderes sein, ein Gingobaum von Ben Wagin. Und als der Tag der Baumpflanzung dann da war, musste Herr Gottfriedsen feststellen, dass über Nacht böse Buben diesen Baum durchgesägt hatten. Ja, und was machte man dann? Was war schnell dabei? Eine deutsche Eiche. So wurde statt des Gingos eine deutsche Eiche gepflanzt. Und wenn wir heute nun eine Birke pflanzen, dann ist das in dieser Tradition. Ich hoffe, dass diese nicht durchgesägt ist, sondern dass wir die nachher auch hier dann pflanzen können. Es gibt viele Geschichten über die Entwicklung des Britzer Gartens. Er ist ja mein halbes Leben, kann ich sagen. 25 Jahre betreue ich den nun schon, erst als Vorsitzender des Sonderausschusses der Bezirksparlamente Neukölln und Tempelhof und dann nachher 20 Jahre nun als Aufsichtsratsmitglied. Und da hat man alle Höhen und Tiefen hier mitgemacht, alle Höhen und Tiefen, besonders bei der Auswahl der Kunstgegenstände, die hier im Garten dann ihre Heimat gefunden haben. Da kann man ja Romane drüber schreiben, über Kunst. Was ist Kunst? Aber ich glaube, wir haben die besten Objekte ausgesucht, vom rostigen goldenen Esel bis hin zur dicken Henne, die vorne am Bukower Damm steht und zu vielen Geschichten Anlass denn bietet. Der Britzer Garten ist heute ein fester Bestandteil und wer Ostern hier wieder den Garten besucht hat, der hat auch festgestellt, dass die Menschen diesen Garten lieben und dass sie ihn annehmen und das ist gut so. Und ich glaube, die Entscheidung, damals 1985 den Zaun zu lassen, Eintritt zu nehmen, die Hunde und die Radfahrer draußen zu lassen. Ich glaube, auch das war eine richtige Entscheidung. Und ich glaube, Herr Gottfriedsen, diese Entscheidung sollte auch in unseren heutigen Tagen noch maßgebend sein. Und vielleicht können wir den einen oder anderen bewegen für andere Objekte, die ja demnächst im Großbezirk Schönehof und Tempelberg anstehen, zusammen Tempelhof, nachher, lieber Kollege Habe, dass wir praktisch dieses, was sich hier im Britzer Garten bewährt hat, dass wir dieses auch auf andere Flächen des neuen Großbezirkes Tempelhof mit übernehmen können. Ich glaube, was etwas Geld kostet, das wissen die Bürger auch zu schätzen und zu würdigen. Und es finden dann keine Zerstörungen statt. Und deshalb sollte auch hier dieses Beispiel des Britzer Gartens für andere Flächen in Berlin maßgebend sein. Mir verbleibt nur noch allen zu danken, die in den letzten 25 Jahren hier mitgearbeitet haben. Ja, das hat sich für die Bezirke nur noch so ein bisschen übrig bleiben. Ne? Ist das auf den Bürger gekommen? Ja. 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 Ja.
schön eine Ja, ist doch ein bisschen im Schatten. Ach, ich? Ja, naja, wenn jetzt ein kühles Bier.